Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, und jetzt willkommen zu einem ganz besonderen neuen Wortduell. Ja? Duell der besten Köpfe an einem Donnerstagabend. Ich freue mich über zwei wirkliche Rambos hier im Studio, darf ich sagen. Wort-Rambos. Zu ihrer Linken, dort wo er hingehört, Nico Kern, ein Twitter-Offensivspieler und überhaupt einer der geilsten Köpfe, könnte man sagen, wie man auch sieht, frisurmäßig auf Social Media. Ganz nebenbei ist er auch noch Ex-Kanzlersohn und reitet da gelegentlich auch in dieser Funktion in Social Media ein. Vor allem aber ist er einer der spannendsten Kritiker der SPÖ, vor allem der SPÖ-Zentrale. Und da nehme ich an, werden wir uns heute einiges anhören müssen, bevor es dann zu brutal wird und die Com Austria einschreitet, wäre ich zu Wort. Du bist zu referieren. Auf der anderen Seite Stefan Petzner, mit dem war ich schon ein paar Mal bei der Com Austria, bin auch schon verurteilt worden für ihn, was ich gerne sozusagen auf mein Konto nehme, nehme ich fast als Ritterschlag. Also Stefan Petzner zu Ihrer Rechten, auch dort gehört der hin. Sie wissen, langjähriger Haider Assistent wäre untertrieben, man muss fast sagen Stellvertreter. Nicht? Also du hast ja für den Herrn alles getan, was man als Assistent tun kann, bis dann die Tränen geflossen sind beim Tod, und zwar wirklich ehrliche Tränen. Nebenbei war er noch im BZÖ aktiv und versucht dort sozusagen die Welt zu retten oder Österreich zu retten. Ist nicht ganz gelungen und wirklich für wirklich nicht ganz knapp daneben. So, und man muss schon sagen, immer für jeden Sager gut. Ich will jetzt nicht wiederholen, was wir hier in diesem Studio schon beide abgeliefert haben. Das dürfen wir teilweise, ja. Glaube ich, auch gar nicht. Ja, bitte, bitte. Ich würde bitten, heute so vorzugehen, dass ich nicht sofort meine nächste Com Austria-Verurteilung wieder kassiere. Wenn ja, dann freue ich mich darauf. Nico, fangen wir mit dir an, weil es soll ja um die SPÖ gehen. Und jeder freut sich natürlich, wenn der Nico Kern einmal gegen die SPÖ losledert, weil das ist immer für extrem gute Sager gut. Nico, du hast gestern erlebt, eine Mitgliederbefragung, für die ja dein Vater und ich glaube auch du durchaus Stimmung gemacht haben. Das heißt, die SPÖ hat gegen ihren Willen eigentlich oder gegen den Willen ihrer Hardliner eine Mitgliederbefragung beschlossen. Danach dann, um das alles abzusegnen am Parteitag. Ist das eine gute Lösung? Also es ist sicher die beste Lösung auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und zwar, die SPÖ ist so alt, so verstaubt, und den Leuten geht es auf den Nerv, dass im Hinterkammerl zwischen Bures und Deutsch und Co. ausgeschnapst wird, wer jetzt der Chef dieser großen Partei wird mit zigtausend Mitgliedern. Und es braucht unbedingt mal ein bisschen frische Luft, einen Frühjahrsputz. Und es geht nicht mehr so weiter, dass nur ein Haufen von ein paar Parteibonzen das entscheiden. Das ist absolut unmöglich. Da fährt man über die Mitglieder drüber, und das ist meine Hauptkritik an der ganzen SPÖ. Und wenn ich kurz noch etwas sagen darf, mein Vater wollte ja eine Parteireform durchführen. Da gab es stundenlange Gespräche und man konnte sich einigen. Ein Herr Ludwig hat sogar zugestimmt, dieser Parteireform dann. Nur da wäre eine Mitgliederbefragung ein wichtiges Element. Ganz genau. Gewesen, ja. Und viel einfacher wäre das gewesen und auch bindend gewesen. Und ja, das ist genau das, was man braucht als Partei. Jetzt nicht nur die SPÖ, auch andere Parteien. Die FPÖ ist auch eine Führerpartei, muss man sagen. Und da bräuchte man viel mehr direkte Mitbestimmung in der ganzen Politik. Also du sagst, das war gestern ein sehr guter Schritt für die SPÖ. Absolut. Und ein Sieg für das Ziel. Tut dieser Partei, darüber reden wir gleich. Ja. Tut dieser Partei sehr gut, weil endlich kommt ein bisschen Luft in das verstaubte Gemäuer, wenn ich das richtig sehe. Das ist das Allerwichtigste, was die SPÖ jetzt braucht. Und dann kann man weiterschauen, wie man sich neu aufstellt. Der zum mit Orkan, dem frischen Wind. Der zum Orkan werden könnte. Die SPÖ braucht auf jeden Fall einen Orkan, der dann zu einem Tsunami wird. Verstehe. Also einen Tsunami und Orkan. Weil so kann es nicht weitergehen mit der SPÖ. So, ja. Stefan, du hast es gestern auch gesehen. Du warst auch oft ein Freund von direkter Demokratie seit Haider-Zeiten. Mitgliederbefragung,
Ja? Wer soll die Partei führen? Toscozil oder Rendi? Toscozil hat sich durchgesetzt, die Mitgliederbefragung kommt, allerdings auf freiwilliger Basis und nicht als Entscheid. Danach dann ein Parteitag, der das umsetzen wird. Gute Lösung? Keine gute Lösung. Ja, es wird auch kein frischer Wind wehen, sondern es wird ein sehr, sehr rauer Wind wehen. Und es wird da einen Infight geben zwischen Rendi Wagner und Toscozil. Ich glaube, dass das nicht so ruhig wie in Wien ablaufen wird zwischen Ludwig und Schieder. Und es ist ja grundsätzlich alles völlig undurchsichtig. Ja, beginnen wir bei der Mitgliederbefragung. Wie viele Mitglieder hat die SPÖ überhaupt wirklich? Wie viele Karteileichen sind da drin, wie man so schön sagt? Ja, wer verschickt die Stimmzettel, wer zählt aus, machen das die Bezirkssekretäre, machen das die Landessekretäre, wer zählt in Wien aus? Die Pamela Rendi-Wagner hat hier bereits gesagt, dass die Bundesgeschäftsstelle eine federführende Rolle übernehmen wird. Na, das ist genau der Christian Deutsch, den du angesprochen hast, das ist genau die Christian Bures, den der Herr Kern angesprochen hat. Also das ist alles völlig diffus, nicht transparent, nicht offen. Und dann du meinst, da wird manipuliert zugunsten von Rendi Wagner. Es haben schon das letzte Mal die Burgenländer erhebliche Zweifel geäußert. Die Rendi Wagner hat ja einmal so eine Mitgliederbefragung gemacht. 2020, 40% Beteiligung, nicht unbedingt viel, ja, Ergebnis 70%. Also das zeigt ja auch immer, dass so eine Mitgliederbefragung in Wahrheit wenig bringt, weil die Rendi Wagner hatte schon eine und das hat sie trotzdem nicht gerettet. Ja. Ja. Was hätte man denn sonst tun sollen, wenn du die Mitgliederbefragung für keine gute Idee? Das Nächste ist, offensichtlich misstraut man in der SPÖ den eigenen Delegierten. Sonst würde ich ja nicht eine Mitgliederbefragung voranziehen. Also vorher Mitglieder, dann Parteitag. Das heißt, was machen dann die Delegierten? Sind die wie in China, ja, beim Xi Jinping nur mehr Volkskongress, genau. Also Abnicker? Ja. Oder wie kann man das vergleichen? Entschuldigung, aber das ist ein ziemlicher Blödsinn. Du hast ja mit dem Haider auf einem Parteitag geputscht. Demokratie an der FPÖ und Petzelöner, gratuliere. Und habt ihr den Stecker dort weggeputscht. Auf einem Parteitag, 86, ja? Genau. Haider gegen Steger. Das war ein Putsch. Das war, wie wenn der Toscozil auf einen Parteitag kommt und die Rendi Wagner wegputscht. Eigentlich das wird ja die große Frage. Ne? Gehen wir jetzt davon aus, der Toscozil gewinnt die Mitgliederbefragung, was ja viele Beobachter als wahrscheinlich halten. Ich sage auch, dass er die besseren Karten hat. Na, wie schaut es dann auf einem Parteitag aus? Ist nicht zu befürchten, dass genau dann die Wien, also die Rendi-Wagner-Anhänger und Delegierten beim Doskern-Streichkonzert durchführen, dass der nur auf, ich weiß nicht, wo es knapp über 40% oder weniger oder 50, vielleicht sogar 40 oder weniger. Nicht? Die Wiener SPÖ stellt ja einen sehr, sehr großen Teil der Also du meinst, diese Mitgliederbefragung reitet die SPÖ ins totale Chaos? Ja, Chaos pur. Ja. Chaos pur, was heißt das? Chaos pur, also, ja, Demokratie ist Chaos pur für einen FPÖler, also das wundert mich jetzt kaum, dass jemand mit dem autoritär angehauchten Stil das nicht gut findet. Wir reden jetzt über die SPÖ, nicht über andere Parteien. Und vor allem die SPÖ ist die nächsten 3 Monate abgeschrieben, abgemeldet. Das schreibt heute sogar der Hans Rauscher, bekennender Linker. Ja, die SPÖ ist abgemeldet, die SPÖ ist bis auf Weiteres draußen. Ja, weil ihr müsst jetzt 3 Monate intern herumstreiten. Was schau, vielleicht wollt. Stimmt das anders. Obwohl die Leute ganz Nico, andere suchen. Wird wollen, das ja? zu einer Streiterei führen? Nämlich zu einer Streiterei, die im Chaos endet? Oder wird es zu einer blutigen Auseinandersetzung führen, wie in Wien? Wo sich dann der Ludwig und der Schieder die Hand gereicht haben, zusammengearbeitet haben und die Wiener Partei jetzt doch ziemlich geeint ist, muss man sagen. Also ich sehe es ganz simpel. Mehr oder weniger kann ich da fast schon den Katzian zitieren, der Gewinner. Der gewinnt das Ganze, ist der neue Chef, stellt das neue Team, entscheidet, wohin es geht mit der Partei und der Verlierer soll bitte das Goschal halten. Es ist das relativ völlig falsch zitiert. Das heißt jetzt völlig falsch. Nein, das ist meine Interpretation von dem. Sie sollen aufhören, sich in die Goscheln zu holen. Das war der Wortlaut von Herrn Katzian. Aber bitte, ich rede jetzt noch kurz etwas darüber. Und zwar über die Intransparenz, die der Herr Betzner anspricht. Das ist halt ein absoluter Wahnsinn. Es geht darum, dass die Mitglieder die Macht haben und der Herr Betzner sagt, wenn die Delegierten
Delegierten den Wunsch der Mitglieder mit dem Handheben absegnen, ist das autoritär. Entschuldigung, ja, das ist direkte Demokratie. Chinesischer Nationalkongress. Das ist ein Blödsinn. Entschuldigung, aber... Er ist für starke Sager so lange berühmt. Tut, glaube ich, nicht so gut. Naja, das ist ja das Sonderbildungsprozedere. Das geht gerade noch ohne. Er hat schon einmal mit einem China-Sager mich vor die Kom-Austria gebracht, aber das geht ja, glaube ich, noch. Das darf man nicht sagen. Also dieses chinesische... Das ist natürlich Moment. Schon ein Problem, wann Doskozil das hoch gewinnt und dann die Wiener, die Doskozil absolut nicht wollen, was machen die dann? Ja, wahrscheinlich die werden dann die stimmen oder streichen den? Was werden meinst du? Was sagst du? Genau, oder kommt der Streichkonzert? Also natürlich, wenn es eine Wahl ist, die nicht in aller Öffentlichkeit, nicht transparent oder offen stattfindet, dann natürlich haben sie das Recht, ihn zu streichen und eventuell werden sie es machen. Nur was mir so auf den Nerv geht, das kostet wieder Stimmen. Jedes von diesen dummen kindischen Aktionen. Und das ist, was die SPÖ zurückhält. Was die machen müssten, ist das jetzt endlich regeln, egal ob es Randy Wagner wird oder Doskozil, aber die müssen dann mit ihrem neuen Team oder ihrem alten Team, wobei ich hoffe, dass ein paar Leute ausgetauscht werden vom Randy Wagner Lager, Deutsch und so weiter, und mit dem neuen Team müssen die dann endlich zu arbeiten beginnen für das Land. Und eben, ob die Partei abgemeldet ist, was der Herr Rauscher sagt, dass leider Gottes, so wie ich die SPÖ kenne, wird es darauf hinauslaufen. Nur ganz ehrlich, was man machen könnte, wäre, ein gescheiter Bundesgeschäftsführer würde jetzt hingehen und sagen, wir haben jetzt jede Woche ein Thema, 5 Wochen lang, zu dem Thema bereitet ihr euch vor, holt euch Experten, arbeitet Positionen aus, dann haben wir 2 gute Positionen, die präsentiert werden, jede Woche in allen Medien, ganz genau, und dann der Gewinner geht raus mit 5 wirklich super Punkten, die er für Österreich umsetzen kann. Gut. Aber das wird nicht passieren, nämlich, wenn ein Herr Deutsch das organisiert. So, über das reden wir dann noch, über den Herrn Deutsch. Vorher die Frage, wer hat denn da gestern gewonnen? Randy Wagner, weil die Wiener und die Frauen und die Gewerkschaft voll hinter ihr stehen? Oder Doskozil, weil er alle gezwungen hat, seine Mitgliederbefragung zu machen? Das war ja ein Machiavelli-Schachzug, weil er genau gewusst hat, wenn die Mitgliederbefragung nicht kommt und die beschließen am Parteitag, dann macht er seine Mitgliederbefragung mit 10% der Mitgliederstimmen und dann gibt es am Parteitag und eine Mitgliederbefragung, dann wäre das Chaos total gewesen. Also natürlich. Wer hat gestern gewonnen? Also es ist ganz gut, weil es hat ein bisschen Ordnung reingebracht und ganz ehrlich, man sollte viel mehr von diesen Befragungen wagen und ich bin sehr froh, dass es dann einstimmig beschlossen wird. Natürlich haben die da diskutiert, sich die Köpfe eingeschlagen. Wer hat gewonnen? Ganz klar, Doskozil. Also wieso? Er hätte nie im Leben gewonnen, wenn nur die Parteigranden gewählt hätten. Weil die sind für den Status quo, die wollen nichts ändern an der SPÖ, denen taugt das. Die wollen einfach mit der ÖVP in eine Koalition gehen. Das heißt, er hat ihnen seinen Sieg aufgezogen, meinst du? Natürlich. Und über die Mitglieder. Also ich bin jetzt weder Team Dosko noch Team Paramela Randy Wagner, aber ich bin Team Transparenz und das bräuchte man. Team gerechte Demokratie und davon brauchen wir mehr. Und das in dem Fall ist Doskozil auch und darum hat er gewonnen. Du glaubst, dass Doskozil die Mitgliederbefragung gewinnen kann oder eher nicht, weil die Wiener SPÖ und die Gewerkschafter mit der Faust in der Hosentasche sagen werden, jetzt betonieren wir den Kerl. Ja, das ist natürlich schwierig und momentan schaut es so aus. Alle Umfragen sagen eigentlich, dass Doskozil verlieren wird gegen Pamela Rendi-Wagner. Nur halt, es hat noch keinen Gong gegeben und was ich glaube, ist, dass der Herr Doskozil ein Team präsentieren wird, ein wirklich gutes, kompetentes Team, aber auch vor allem linkes Team, dass man ihm nicht mehr nachsagen können wird, dass er rechts ist, was ja eine komplette dilettantische Aussage ist, um ehrlich zu sein. Die hat die beste Sozialpolitik. Ich kenne schon einen, der in dem Team dabei sein wird, aber darüber reden wir gleich. Zuerst du, wer ist da der Sieger gestern? Der Doskozil oder die Randy Wagner? Es gibt nur Verlierer, weil ich glaube, dass das wird auch die Frage bei den Stimmzetteln, ja, und beim Präsidium nächste Woche, da fängt ja dann richtig die Fetzerei an, weil da geht es dann um die Details, wie schaut die Wahl aus, da wird auch die Frage zu klären sein, steht da drauf, Randy Wagner, Doskozil, möglicherweise auch ein Dritter, beziehungsweise
gibt es da auch die Option keiner von beiden? Naja, wenn man sie draußen bei den beiden anruft. Naja, aber ist es gut, dann... Aber das ist ja kein Witz um Fragen, sondern eine Alternative. Vielleicht stellen wir den Bachelor auf, das wäre genauso gut. Na, es muss zumindest die Möglichkeit geben, ungültig. Sonst ist ja, er redet von Transparenz und Demokratie, ja, dann muss auch das möglich sein. Ja, ungültig. Die meisten von euren Leuten sagen, wir keiner verbaden. Beide sind zu beschädigt. Sagen eure eigenen sagst Leute. Sagst du auch. Sagst du auch. Ja, natürlich. Sind du sagst, sehr, sehr beschädigt. Es hat gestern nur Verlierer gegeben. Es hat nur Verlierer gegeben. Ich muss, ja, ich kann auch warum sagen. Warum ist der Doskozil nicht Sieger, wenn er den Granden, wie der Nico so schön gesagt hat, seine Mitgliederbefragung brutal aufs Auge gedrückt hat? Man muss einmal ganz vorne anfangen. Es haben alle vor der Sitzung gesagt, da haben sie auch Katzian völlig falsch zitiert, alle haben gesagt, wir brauchen jetzt eine rasche Entscheidung, eine sofortige Entscheidung. Katzian hat gesagt, Zitat, damit wir uns wieder um die Leute kümmern können und uns nicht gegenseitig weiter in die Goschen hauen. So, genau. Das gegenseitig weiter in die Goschen hauen hat ja gestern nicht geändert, sondern es soll erst richtig angefangen. Und es wurde keine rasche Entscheidung getroffen. Nein. Auch wie der Bürgermeister Ludwig vorher gesagt hat, schnelle, rasche Entscheidung. Kaiser, schnelle, rasche Entscheidung. Man hat sich darauf geeinigt, dass wir jetzt 3 Monate Wahlkampf. Das bedeutet ja 3 Monate Fetzerei plus 3 Monate innenpolitisch völlig abgemeldet. Das ist ja das, was aber konkret, weil du fragst wegen. Also der Doskozil hat natürlich, wenn man jetzt rein das Match Randy Wagner gegen Doskozil anschaut, gestern einen klaren Punktesieg erreicht. Also das ja. Ist in Führung gegangen. Mhm. Ja. Ja, er hat ja seine Wünsche durchgesetzt, in Wahrheit die Partei erpresst. Also er hat die Partei erpresst, sagst du. Ja. Erpresst hat er sie. Präsidium und Vorstand. Ja. Aber warum ist das nur ein Pyrrhus-Sieg deiner Meinung nach? Warum? Ja, weil eben jetzt das große Kämpfen anfängt. Genau, das ist gut so. Das Blutbad. Da gibt es nichts Schlechtes daran. Naja, du hast ja auch Machiavelli zitiert. Ne? Wir wissen, was Machiavelli alles an Brutalitäten empfohlen hat, um sich durchzusetzen. Werden wir schauen, was da jetzt in der SPÖ von Machiavelli umgesetzt also du ist. Ich glaube einiges. Du sagst, in Wahrheit sind beide so beschädigt, dass keiner mehr sicher sein kann. Natürlich, erster Punkt. Zweiter Punkt, es ist ja Transparenz, es ist ja euch auch in Wahrheit alles eine riesengroße Lüge, weil Doskozil präsentiert sich zwar wirtschaftspolitisch und gesellschaftspolitisch links und sorgt zugleich oder macht den Eindruck zugleich in der Migrationsfrage, rechts zu sein. Das stört mich. Ja, das wird euch alles schaden. Ja. Darum schaut rechts an den Petzen auf. Schauen wir mal, wie klein die FPÖ wird, wenn es Doskozil wird. Darum hassen die den Doskozil. Natürlich. Also nicht befürchten. Aber sind wir im Burgenland. Halbiert hat sich die FPÖ. Halbiert wegen Doskozil. Wünsche ich alles Gutes gelingen der Welt bei der nächsten Wahl. Das muss ich ja noch betonen. Das, was Doskozil macht, ist ja auch ein falsches Spiel. Weil er ist genau das nicht, dass er für die Freiheitlichen zur Gefahr wird, weil er sagt, mein Ziel ist eine Ampelkoalition. Das hat ein Vorstand versprochen. Er hat versprochen, keine Koalition mit der FPÖ. Und er hat versprochen, eine Koalition mit der FPÖ gemacht. Das hat ein Bundesvorstand gesagt. Das hat hier in Österreich Isabel Daniel heute gesagt. Aber Politik ist geduldig. Aber er hat klar gesagt, das hat auch vorher schon in Interviews gesagt, sein Ziel ist eine Ampelkoalition. Ja. Und das bedeutet, na, das ist links. Das bedeutet SPÖ, linke Neos, linke Grüne. Na, viel Spaß dabei. In Deutschland sehen wir, wie die Ampelkoalition funktioniert. Die ruiniert das Land. So, also, die beiden Herren schon im Clinch, so wie es sich gehört. Wir gehen in eine ganz kurze Werbepause und dann werden wir mit dem Nico Kern erstens darüber reden, wie er sich die Zukunft der SPÖ vorstellt, wie er sich die Zukunft vom Doskozil vorstellt und wie er den wichtigsten Berater von Hans-Peter Doskozil einschätzt. Darüber reden wir gleich. Wir sind gleich wieder da. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ein neues, spannendes, sehr kritisches, aber auch sehr unterhaltsames Duell. Stefan Petzner, der mich schon mehrfach vor die Krumm Austria gebracht hat mit seinen Chinesen-Anspielungen, sagen wir mal. Ich bin sehr dankbar dafür. Und der jetzt hier ordentlich zuschlagen wird, du warst ja sogar vom Staatsanwalt. Ja, und Nico Kern. Und Nico Kern, der seine herrlichen Twitter-Saga jetzt einmal ins OE24 TV seit Ewigkeiten wieder mal. Studio verlegt. So, lieber Nico, wir wollen über das Team Doskozil sprechen. Unter anderem, weil du ja gesagt hast, Doskozil wird mit einem breiten Team kommen, hoffst du, und dann hoffst du, dass er sozusagen die SPÖ aufmischen wird. In dem Team ist ja ein durchaus interessanter Name vertreten. Da ist einer, der heißt Kern oder so ähnlich. Mhm. Christian, glaube ich, im Vornamen. Und okay. Nico, könnte dein Vater sein, nach meiner Einschätzung. Wie ist es mit dem Christian Kern als Berater von Doskozil? Berät dein Vater wirklich den Hans-Peter Doskozil und kann es dann zu einem politischen Comeback von deinem Vater an der Seite von Doskozil kommen? Also mal vorweg, ich bin jetzt nur dafür, dass der Doskozil die Mitgliederbefragung angestachelt hat, weil das die Partei öffnet und ihr an sich hilft. Ja. Und mein Vater, entschuldigen Sie mit Verlaub, der ist wirtschaftlicher Berater dort und ich weiß jetzt gar nicht mal, wie viel er mit ihm zu tun hat, nur dass er jetzt wirklich im Team als Teammitglied geführt wird, das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist ja so, manche Leute meinen, dass mein Vater unter Herrn Doskozil Minister werden würde. Das Gerücht habe ich jetzt auch von mehreren Seiten vernommen und ich sehe es einfach nicht. Also das aber kann du ich schätzt mir deinen Vater ja sehr und dein Vater schätzt dich sehr und liebt dich auch sehr, wie ich weiß. Also ihr redet ja relativ viel miteinander. Was sagt denn dein Vater zum Duell Doskozil gegen Rendi? Naja, ist er Team Doskozil? Das können wir jetzt so nicht sagen. Also bitte hör auf. Was setzt mir da die Klinge an? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Nein, also er ist auf jeden Fall ein Freund davon, dass die Befragung stattfindet. Und das ist ihm auch ganz wichtig, weil das wollte er mit der Parteireform durchsetzen, die leider Gottes von Pamela Rendi-Wagner und Herr Ludwig dann abgedreht wurde. Aber er hat jetzt sicher keine Aversion gegen Rendi-Wagner. Würdest du dir vorstellen können, dass dein Vater noch einmal SPÖ-Chef und Spitzenkandidat für die SPÖ wird? Kannst du das vorstellen? Vorstellen, was heißt das? Also, ob du das vorstellen? Ausgeschlossen ob ist nicht. Gut finden würde. Ich würde das großartig finden, wenn er noch einmal Kanzler wäre, aber ich sehe die Chance leider Gottes nicht. Naja, die Chance ist schon da. Ja. Naja, momentan glaube ich halt nicht so, aber wäre er versteht Christian wirklich Zusammenhänge. Wäre Christian Kern besser als Doskozil und Rendi Wagner? Also Christian Kern wäre hundertprozentig der beste Kanzler, weil er die Wirtschaftszusammenhänge versteht und in die Zukunft denkt, ein gutes Programm hat, das uns wirtschaftlich endlich von der Verliererstraße zurückholt, das uns Innovationen ermöglicht im Land, die wir überhaupt nicht haben. Und Österreich sandelt komplett ab und ich sehe halt niemanden, der das momentan besser könnte. Natürlich wird es vielleicht ein paar Leute geben, aber die fallen sehr mir nicht gut, ein. Er ist sicher gesagt. Auf jeden Fall und im für Vergleich, mich hundertprozentig der Beste. Rendi Wagner, Doskozil, wer ist da der Bessere und warum? Schwierig. Also letzte Woche habe ich gesagt, Rendi Wagner soll das gerne weitermachen. Nur sie soll unbedingt Christian Deutsch raushauen. Also Stefan Hirsch raushauen. Und ganz genau, weil die haltet sie so dermaßen zurück, berät sie falsch. Und die Pamela Rendi Wagner ist ja sehr sympathisch. Man fragt sich ja immer, wer coacht diese Frau vor ihrem TV. Die hat einen kleinen Zirkel, an dem man relativ schwer rankommt, was ich höre. Und du meinst, die ist einfach extrem schlecht beraten? Leider Gottes komplett schlecht. Also sie ist so sympathisch. Die Zentrale gehört ausgetauscht. Unbedingt. Also da dann würdest du vielleicht für Rendi Wagner stimmen bei der Direktwahl. Also ich kann nicht abstimmen, weil ich kein Parteimitglied bin. Könntest das ja wieder werden. Bist ja ausgetreten, dass du wieder eintritt. Wobei, um würdest sagen, du wieder eintreten, würdest du dann eher für Rendi Wagner oder eher für Doskozil stimmen? Boah, wirklich gute Frage. Das müsste ich mir anschauen. Also so würde ich niemals für ein Team stimmen, wo ein Herr Stefan Hirsch Kommunikationschef ist oder ein Herr Christian Deutsch Bundesgeschäftsführer. Also wenn mein da Vater Kanzler wäre, mit diesem Bundesgeschäftsführer würde ich nicht für meinen Vater stimmen, wenn der Deutsch in seinem Team ist. Dann wäre er wahrscheinlich auch nicht Kanzler, muss man dann sagen. Wahrscheinlich nicht. So. Also da drehst du den Magen um.
Aber vom Doskozil im Direktvergleich mit Randy Wagner, wenn du das Team mal weglässt, hältst du nicht so viel? Also eigentlich schon, nur das Problem ist halt, er hat der Partei schon sehr geschadet mit den Zwischenrufen und das weiß er auch, hat er jetzt zugegeben, und die müssen enden. Also da, das ist kein Ruhmesblatt für ihn, aber natürlich will er, dass sich etwas ändert. Das ist auch der Unterschied zum Projekt Ballhausplatz von Sebastian Kurz. Kurz hat immer nur für sich gearbeitet und Doskozil macht halt wirklich was für die Menschen und glaubt wirklich, dass er für Österreich besser ist, weil er halt dann ÖVP, FPÖ verhindert und das würde er ziemlich sicher verhindern. Mhm. Und aus dem Interessant. Grund, also Doskozil würde ÖVP, FPÖ verhindern? Hundertprozentig, ja. Es wird sicher keine ÖVP, FPÖ geben. Wärst du vermutlich für ihn? Also von einer pragmatischen, ja, wenn ich was sagen muss, okay, mit der angesetzten Klinge würde ich sagen, ich bin für die Lösung, die uns auf jeden Fall schwarz-blau verhindern wird. Also das wäre in dem Fall die, aber kann Doskozil schwarz-blau verhindern? Und ganz abgesehen von dieser Nuance seines Daseins, wer ist der Bessere, Doskozil oder Randy Wagner? Ja, es ist schon mal sehr interessant, diese Aussage vom Herrn Kern. Wir wollen inhaltlich oder für die Leute nichts erreichen. Wir wollen nur verhindern. Ja? Es geht nicht um Gestalten, um Tun, sondern nur um Verhindern. Da habe ich das schon kurz eine gemeint, sehr interessante aber Aussage, fühlen Sie sich auch ja? angesprochen. Zum Zweiten, diese Vorstellung des Teams, die ja Doskozil auch in seinem Brief angekündigt hat, das ist durchaus ein geschickter Schachzug. Ja? Weil damit kann er natürlich eine Art Schattenkabinett, eine Art Regierungsmannschaft der SPÖ präsentieren, mhm. ja? Put him in a team, ja? Wo er auch durch die Besetzung ja, der einzelnen Leute die verschiedenen Parteiflügel befrieden kann. Zum Beispiel, wenn er einen Christian Kern in sein Team einbaut und sagt, das oder ist mein potenzieller... Oder einen Lehrer oder einen Babler oder genau, was immer da ist. Das ist mein potenzieller, ich weiß, und Infrastrukturminister, er kommt ja von der ÖBB oder naja, ist der Experte. Naja, ich glaube schon, dass er wenn dann ein bisschen mehr als Infrastrukturminister. Naja, ja. naja, das also, ist, naja. Also die ÖBB naja, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Wir dürfen ja nichts Geschichtsglättung betreiben. Das war ja der zweite Punkt, Gut. den ich sagen wollte. Ja. Wer ist besser, Doskozil oder Randy Wagner? Ich muss das zuerst sagen, Bitte. Der Herr Kern... ist überfallsartig zurückgetreten, wo hat er die ganze Partei im Gestich worden, gelassen. So. Ich glaube, dass das die SPÖ nicht vergessen hat, da waren es irrsinnig sauer. Rausgeputscht, sagt genau. der Nico. Jetzt sieht man, wie das war. Ja, wen hat der Kern dann selber installiert? Die Frau Pamela Randy Wagner, das ist seine Erfindung. Die super und heute hat auch die Gegenseite Doskozil gewechselt. Weil es das nur stimmt darum doch geht, überhaupt nicht. Weil es nur darum geht, entschuldigen Sie, vor zwei Monaten ist er mit Randy Wagner als Energieberater aufgetreten. Darf ich ja, nicht, wenn Sie Blödsinn erzählen. Er berät beide Seiten, weil beiden dabei. Weil er Das weil ist die Wahrheit. Einen Regierungsjob haben will, das verstehe okay. ich. Okay, ja, also Sie glauben, er würde Infrastrukturminister werden wollen. Ich glaube, der wird der Kleine betonieren, wenn das so weit geht. Soll er sonst ja. gleich? Entschuldigung. Ja, ja. Sie haben selbst so gesagt, ich habe, du sollst nicht den Christian Kern beleidigen hier, sondern du sollst mir endlich, der würde Österreich derzeit sehr gut tun, glaube ich auch. Sondern du sollst mir bitte sagen, wer jetzt besser ist. Doskozil oder Randy Wagner? Ja, du unterbrichst mich ja die ganze oder Zeit. Oder Christian Kern, doch, du Armer. Ja? Also ich habe ja angefangen und gesagt, der Doskozil ist in Führung gegangen mit seinen geschickten Schachzügen. Dazu kommt auch diese Teamlösung, die er angekündigt hat. Ich habe schon erklärt, warum er das ein geschickter Schachzug ist. Die Pamela Randy Wagner macht all das nicht. Sie sagt, sie ist Team SPÖ, ja, also hat kein Schattenkabinett, das sie präsentieren will. Sie ist stark ins Hintertreffen geraten. Und ich habe ja schon betont, dass ich mir sehr, sehr sicher bin, dass der Hans-Peter Doskozil bei einer Mitgliederbefragung natürlich weitaus bessere Chancen hat als bei einem Parteitag. Deswegen wollte ja die Randy Wagner das unglaublich verhindern. Wird er die Mitgliederbefragung gewinnen? Er hat derzeit die Nase vorn. Wie die Mitgliederbefragung endet, ich bin ja gar nicht. Wieso weißt du das, dass er die Nase vorn hat? Durch die Schachzüge, die er gemacht hat. Verstehe. Er hat ja verhindert, die Randy Wagner wollte einen Parteitag sofort. Er hat eine Mitgliederbefragung durchgesetzt, das wollte er immer. Er hat danach einen Sonderparteitag, das wollte er immer. Also genau das Doskozil
Wunschmodell ist gestern im Parteivorstand der SPÖ und im Präsidium 1:1 so durchgesetzt worden. Und jetzt spricht und die Pamela Rudi-Wagner verloren. Und der hat bei einer Mitgliederbefragung viel größere Chancen als auf einem Parteitag. Deswegen wollte er Rendi-Wagner am Parteitag haben und keine Mitgliederbefragung. Und damit ist er ihm gestern gescheitert. Dann kommen wir gleich zur entscheidenden Schlussrunde. Ja? Wer von den beiden, Pamela Rendi-Wagner oder Hans-Peter Doskozil, hat die besseren Chancen bei der nächsten Wahl? Wer von den beiden kann Kanzler werden und warum? Ich antworte einmal politisch, weil ich da auch auf der rechten Seite sitze. Uns ist völlig wurscht, ob es der eine wird oder die andere. Völlig wurscht? Völlig wurscht. Wieso? Naja, weil es wirklich uns völlig wurscht ist. Wir packen es trotzdem. Ja. Was heißt das? Naja, wir kennen die derzeitigen Umfragen auch von Österreich, wo eine Person klar Nummer eins ist, nämlich der Herbert Kickl. Ja. Und momentan. Das ist ja genau das. Man glaubt jetzt über den Doskozil, der in Wahrheit eine linke Koalition bilden will, den Kickl zu besiegen. Ja. Viel Spaß dabei, es wird nicht gelingen, da bin ich mir sehr sicher. Ich kenne den Herbert Kickl seit über 20 Jahren. Ich weiß, was der kann und drauf. Du meinst, Kickl wird Doskozil zerlegen? Doskozil wird es nicht gelingen, Kickl zu zerlegen und diese Wände herbeizuführen. Du hast ja vorher schon angedeutet, auf was es ankommt. Das sagt, im Endeffekt muss derjenige, der Kanzlerkandidat wird, gegen Schwarz-Blau gewinnen. Schwarz-Blau verhindern, dass du bereits mehr oder weniger ausgepackelt siehst und eine SPÖ-geführte Regierung sozusagen erzwingen, richtig? Ganz genau. Und ich meine, eventuell hat Pamela Rendi-Wagner vielleicht doch Chancen, wenn sie eben die Person auswechselt, die für alles steht, was schlecht ist in der Partei, die für Postenschacher steht in der Partei und für verstaubtes SPÖ-Dasein, der Herr Christian Deutsch. Da braucht sie einen anderen Geschäftsführer. Sie hat ja den Christian Deutsch ausgesucht. Natürlich, und sie muss ihn jetzt absägen, weg mit dem. Jeder sie hasst den Stefan in der Partei, hasst ihn jeder. Der Ludwig der liebt ihn. Das Charisma eines strafversetzten Stasi-Beamten, das hat der Herr. Aber jetzt sagen wir doch kann Pamela Rendi-Wagner die nächste Wahl gewinnen und erste Kanzlerin werden? Oder ist es wahrscheinlicher, dass Doskozil die Wahl gewinnt, weil er halt FPÖ und ÖVP-Wähler auf die SPÖ-Seite holt? Also ich glaube, wenn der Herr Doskozil alles richtig macht, und leider Gottes hat er sich mit den Zwischenrufen sehr viel versaut. Viele Leute in der Partei hassen das und ich bin auch kein Fan davon, von diesen öffentlichen Reinspucken auf den Teller. Es gehört sich nicht und das nehmen ihm viele sehr übel. Und darum muss er sich jetzt noch wirklich anstrengen, muss liefern, um das wirklich zu gewinnen. Aber eben, wie der Herr Betzner sagt, die Vorstellung vom Team ist ein super Stratagem und also sehr Schachzug. Und super Schachzug, Da wird er, glaube ich, durchaus, ich würde sagen, er wird gewinnen 60-40%. Gut, und dann tritt er an gegen Nehammer und gegen Kickl. Genau, die zerlegt er, also die frisst er zum Frühstück. Nico. Vor allem den kleinen Gaulreiter, von dem der Herr Betzner so überzeugt ist, also der wird untergehen. Ich meine, der ist rhetorisch unter jeder Sau, der hat einfach nur Brachialreden, Bierzeltreden, das macht er gut, aber das kann der Herr Doskozil genauso, der kann auch mit den einfachen Leuten so reden und zwar besser als der Kickl, der hat alles. Und was hat der Kickl, meine ich? Was kann der alles liefern im Vergleich, im Duell? Was will denn Herr Kickl? Ich wünschte mir an Doskozil beste Gesundheit, ja, wirklich. Aber bei ihm ist auch, weil du sagst, der kann auch mit den Leuten reden und so weiter. Wie lange hält seine Stimme durch? Also gestern hat sie doch sehr angeschlagen sich angehört. Wie gesagt, ich wünsche ihm beste Gesundheit. Ja, genau. Aber für einen Politiker, ich zitiere Michael Häupl, ja, ist die Stimme das wichtigste Werkzeug. Ja? Gut. So, die Stimme macht 6% von dem Gesagten aus, wie man gesehen hat, der Rest ist. Ich möchte gerne von dir wissen, wie siehst du derzeit die politische Konkurrenz der SPÖ? Also die sind katastrophal aufgestellt, jeder, also die Nehammer-Rede, da haben wir einen Kanzler, der gibt eine Wahlkampfrede, die also komplett rückwärts gewandt, nur Blödsinn gesagt, der Herr war auch Kommunikationstrainer. Also ich meine, ich war in meinem Leben bei keinem Kommunikationstrainer, aber wenn ich dann Nehammer hätte,
hätte mich da unterrichtet, na boom. Du meinst, die Rede war eine Katastrophe. Und anscheinend, also gab es das schon jemals, dass jemand eine Kanzlerrede hält und dann eine Pressekonferenz einberuft, ein paar Tage später, um zu sagen, das ist, was ich gesagt habe, um das den Leuten zu erklären. Also wir leben in einem Clownland und wenn wir nicht in jeder Beziehung absandeln würden, wäre das sogar lustig. Aber unsere Politik ist ein Zirkus und ne, haben wir momentan halt, ja, nicht der Zirkusdirektor, aber der Oberclown. Der Oberclown. Ja, leider und Gottes. Kickl? Und das ist nicht mehr lustig. Kickl ist was? Der ist das Pony. Das One-Trick-Pony, das immer dumm rennt, immer im Kreis Kickl rennt. Ist der Gaulreiter. Ja, ja. Verstehe. Ja. Das ist er. Also du meinst, die SPÖ, vor allem Doskozil, wird es schaffen, in diesem Wahlkampf die zwei Gegner zu zerlegen? Weil also wenn Doskozil antritt, wird er auf jeden Fall, nein, sie sind jetzt, Clowns, das ist jetzt unfair, das sagen wir spaßhalber, aber sie sind einfach inkompetent und haben keine Lösungen für das Land. Und da bietet Doskozil bessere an und das kaufen ihm die Leute ab. Da ist er glaubwürdig, er wird Platz 1 mit ordentlichem Abstand. Ja, und du glaubst, die SPÖ wird tatsächlich wieder zu einer Einigung finden, aus dieser Krise herausfinden und kann Nummer 1 bei der nächsten Wahl. Also wie gesagt, trotz dieser ganzen Katastrophe. Jetzt zack, 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 das muss geregelt werden und der Verlierer hält Skoschall, wie ich gesagt habe. Das ist das Einzige und sonst kommst ich hoffe, das mache. Ja, natürlich. Sonst ja. Gut, okay. Das Bundesgeschäftsführer wäre ich eh super, glaube ich, statt dem Herrn Deutsch. Lieber Stefan Petzner, Schlussfrage bitte, ohne dass ich für die Krumm Austria muss. Was hältst du von Nehammer? Was hältst du von Kickl? Vor allem, was hältst du von Nehammer? Weil was du von Kickl hältst, weiß ich. Das brauchen wir nicht jetzt extra noch einmal betonen. Nein, es sind ernste und schwierige Kickl ist die Sonne. Es sind so ernste und schwierige Zeiten, dass man da mit Clown und was weiß ich, Gaulreiter und was weiß ich herumredet. Faktum ist, zu Nehammer, die Rede war wirklich eine Katastrophe. Vom 35. Stock eines Wolkenkratzers vor seiner Parteielite auf das Volk herabschauend. Also allein diese Symbolik, eine Katastrophe. Die ganzen Eliten der ÖVP bis zum Raiffeisen-Chef, ja, dort eingepfercht wie in einer Legebatterie, müssen dem Kanzler lauschen, der im Prinzip ja eine Vision gezeichnet hat, die keine ist. Und außerdem kommt dazu, dass er einen Tag später schon erklärt hat, ja, also er hat sich mit den Grünen besprochen, er meint das nicht so, das darf man nicht direkt verstehen, das ist eine Vision, die bis 2030 geht, also das ist das Falscheste, was ein Politiker machen kann. Zuerst in die Offensive gehen und beim Fenster raushängen und sich dann in die Hosen scheißen und wieder zurückrudern. Nein, nichts anderes hat er nicht gemacht. Jetzt bin ich mit dem Punkt, wenn du so weiter redest. Das kostet ihm Glaubwürdigkeiten, das kostet auch der ÖVP neuerlich die Stimme. Ja. Also er hat sich in die Hosen, Punkti, Punkti, Punkti. Warum? Weil er eben einen Tag, nachdem er seine Rede gehalten hat, schon wieder zurückgerudert ist und gesagt hat, das war alles gar nicht so gemeint. Hat er? Weil er vielleicht gemerkt hat, dass ihm die Grünen sonst die Koalition so sprengen wie seinerzeit beim Kurz. Nein, weil der schon, um bei dem hinteren Vergleich zu bleiben, schon die Panik kriegen, wenn ihn die Grünen ein bisschen Feuer unterm Hintern machen. Ja, da muss ich schon ein bisschen die Nerven behalten und vor allem, wenn ich in die Offensive gehe, in der Offensive bleiben. Ja, sonst verliert der, hat noch einmal jede Glaubwürdigkeit verloren. Mit Schlussfrage, meine Herren. Was für eine Koalition kriegen wir denn nach der nächsten Wahl? Kriegen wir Schwarz-Blau? Kickl ist zwar stärkster, macht aber Nehammer zum Kanzler. Kriegen wir Blau-Rot oder Rot-Blau, Doskozil und Kickl gemeinsam? Oder kriegen wir Schwarz-Rot zum Beispiel mit einer Rendi und einem Nehammer oder ähnliches? Wie siehst du das? Erstens dieses Schwarz-Blau. Oder kommt die Dirndl-Koalition aus dem Burgenland? Als erstes dieses Schwarz-Blau-Gespenst, das jetzt schon wieder gezeichnet wird, ist halt auch alles wieder taktische Geschichte und Spielerei. Ja, ich weiß schon, dass aus den freiheitlichen Kreisen ja eine Rot-Blau-Variante beziehungsweise Blau-Rot-Variante schon eher das Ziel wäre als Schwarz-Blau. Weil, das muss man der Wunsch wäre Kickl-Doskozil. Der Wunsch mit der SPÖ kann man ehrlicher und besser zusammenarbeiten wie mit den Christlich-Sozialen, die Kirchenschule hinter sich haben. Also wissen, du als enger FPÖ-Berater, Vertrauter etc. wünschst dir Kickl-Doskozil?
Ich bin kein Berater. Ich glaube, dass Rot-Blau oder Blau-Rot, derzeit muss man ja von Blau-Rot ausgehen, eine kluge und sinnvolle und vor allem für Österreich gute Variante wäre. Ob es jetzt Doskozil oder René Wagner wird, das müssen ja jetzt die Mitglieder und der Parteitag entscheiden. Ja? Beziehungsweise, das ist ja auch die Frage, die Gretchenfrage bei der SPÖ, ist sie grundsätzlich bereit, so eine Koalitionsvariante zumindest ins Auge zu fassen und nicht auszuschließen? Ich würde das sehr klug halten, aber die SPÖ traut sich hier nicht, endlich die Franitzky-Doktrin nie mit der FPÖ da aufzugeben. Da ist es jetzt ja sehr spannend, den Nico im Studio zu haben, weil von dir hätte ich gern da die Antwort drauf. Könntest du dir als ein kritischer Linker in der SPÖ eine Koalition Doskozil-Kickl, ein Rot-Blau, weil Blau-Rot nämlich ankommt für dich nicht in Frage, aber ein Rot-Blau vorstellen? Oder sagst du, um Gottes Willen, das kommt nicht in Frage, entweder Ampel, wie es der Dosko schon angekündigt hat, oder große Koalition Schwarz-Rot? Also ich bin auf jeden Fall entweder für Ampel oder für Rot-Blau, aber 100.000%ig nicht unter einem Herrn Kickl. Also was dieser Herr absondert, das geht auf keine Kuhhaut. Unter einem Hofer und einer Frau Swassek zum Beispiel, eventuell, wenn es sein muss, wenn man damit mehr erreichen kann, aber sonst ganz klar Ampel. Nur Ampel. Pragmatisch sage ich mal, wahrscheinlich wird es SPÖ-ÖVP leider Gottes, befürchte ich. Die SPÖ-ÖVP, große Koalition. Mhm. Schwarz-Rot, so wie in Kern. Das ist ja, vor allem wenn René Wagner es weiter wird, dann wird es vielleicht sogar Schwarz-Rot, schauen wir mal. Gut. Also, das befürchte ich. Es ist sehr spannend, dass er Rot-Blau nicht ausschließt. Da würde ich beraten. Ich bin nicht mal Parteimitglied. Er ist für Rot-Blau, aber nicht für Blau-Rot. Ja, das wird der Wähler und er ist für Rot-Blau ohne Kickl, was auch sehr spannend ist. Das sagen vor der Wahl alle. Die FPÖler geben den Kanzler immer gern her. Vor der Wahl, das haben sie auch beim Haider gesagt, und nach der Wahl ist alles ganz anders. Ja. Meine Lieben, das ist das Schöne, dass Sie jetzt am liebsten noch eine Stunde weiter diskutieren würden. Trotzdem am Ende von Fellner Live heute. War eine Freude. War spannend mit dir, Nico. Schöne Grüße an den Herrn Papa. Bin gespannt, ob er im Team Doskozil auftaucht oder nicht. Und schöne Grüße an deinen Freundeskreis. Auch schöne Grüße an deinen Freundeskreis, an deinen Papa, den Herrn Kickl. Ja, okay. Und Papa heißt, ja, Papa ist du ist Ersatzvater. Das war dann der Heider. Der Heider, aber der Ersatzvater ist jetzt hoffentlich der Kickl. Klar, das muss ich auch. Naja, wenn er mal Kanzler wird. Das ist einfach falsch. Du bist noch immer als Berater gut gewesen, Stefan, wie wir wissen. So, also, Stefan Petzner, Nico Kern, das war ein wirklich unterhaltsames, spannendes, teilweise auch sehr, sehr kritisches Duell. Da werden jetzt einige Leute beleidigt sein, die insbesondere in deinen Wortmeldungen vorgekommen sind. Die Com Austria hat sicher wieder mitgeschrieben. Allerdings für eine Staatsanwaltsanzeige wird es diesmal bei dir nicht reichen, nach meinem Gefühl. Aber was nicht ist, kann ja beim nächsten Mal werden. Dankeschön fürs Zuschauen. Gute Nacht.